Hallo, meine lieben Aktienfreunde, keine Lust mehr auf Deutschland, Deutschland den Rücken kehren. Ich weiß, dass es einige von euch auf dem Schirm haben, mehr oder weniger ernst in Absicht. Einer hat es schon gemacht, viele haben es schon gemacht, aber einer davon ist der Dominik Bitzenhofer. Er ist ausgewandert, hat Deutschland den Rücken gekehrt. Warum er das gemacht hat, warum er unzufrieden gewesen ist, ob es ihm jetzt besser geht, was er in dem Land macht, in welches Land das ist und warum er in Aktien investiert und in welche Aktien investiert. So viele Sachen werden euch der Dominik erzählen. Hallo, Dominik. Hallo Thorsten, hallo zusammen, hi. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Kannst du uns ja erstmal ein bisschen was zu deiner Person erzählen und vielleicht dann auch fließend überleiten? Also vielleicht erstmal, was du in Deutschland gemacht hast und dann, warum du unzufrieden geworden bist mit Deutschland. Genau, also geboren bin ich ganz im Süden von Deutschland und habe da eigentlich auch so mein ganzes Leben verbracht und habe dann die Ausbildung und das Studium zum Physiotherapeuten gemacht. Und habe dann auch schon parallel zum Studium so ein bisschen die Schweiz kennengelernt. Da sind wir auch schon mit dem Ort, wo ich jetzt gerade lebe, wo ich zu Hause bin. Und ja, nach dem Studium war halt dann die Idee, okay, direkt den Übergang in die Schweiz zu machen, aus vielen diversen Gründen, die ich auch gleich so ein bisschen erzählen kann. Und ja, ich bereue es bis jetzt nicht, tendiere auch dazu, länger hier zu bleiben. Auch wenn ich Deutschland ganz, ganz nah und verbunden bin, ich bin keine 10 Kilometer von Deutschland entfernt, meine Familie wohnt auch noch da und deswegen bin ich gar nicht so weit entfernt. Aber natürlich hat die Schweiz einiges zu bieten an, ja, sowohl wirtschaftlichen Dingen, aber auch, was wir gleich auch noch so ein bisschen besprechen können, an gesundheitlich oder gesundheitssystemtechnischen Dingen, wo halt die Schweiz wirklich einen riesigen Vorteil gegenüber Deutschland hat, gerade in meiner Branche auch. Ja, und deswegen habe ich eigentlich direkt nach dem Studium, habe ich dann den Weg in die Schweiz gesucht. Genau. Okay, einige Zuschauer werden sich an der Stelle wahrscheinlich auch fragen, ob die Schweiz auch bezüglich Aktien was zu bieten hat, was wir nicht zu bieten haben. Da kommen wir vermutlich noch drauf. Aber erzähl doch mal jetzt den Grund deiner Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem, wenn ich es richtig verstanden habe, bei uns in Genau. Deutschland. Also bei uns in Deutschland ist es so, gerade in meinem Beruf hast du einen relativ geringen Stellenwert leider. Er ist teilweise auch wirklich zu Recht. Also gerade da, wo ich auch oft in Praxen und in Kliniken war, herrscht in der Physiotherapie ein extremes, ja, schlechtes Know-how und schlechte Behandlungsstrategien, würde ich jetzt mal so sagen. Wir werden eher so als Masseure abgetan, was definitiv, wenn man in dem Beruf gut arbeitet, nicht der Fall ist. Aber es ist wie in jedem Beruf. Es gibt die etwas Besseren oder es gibt die Guten und die Schlechten. Es gibt 1000 Ärzte, wo ich sage, Katastrophe. Es gibt aber auch 1000 Ärzte, wo ich sage, wirklich Hut ab. Und da ist es in Deutschland einfach das Problem, du hast pro Behandlung, hast nur 15 bis 20 Minuten Zeit, maximal. Egal, was der Patient hat. Ja, gerne einsteigen. Eine Frage, Herr Lehrer. Erklär uns doch mal genau, was ein Physiotherapeut jetzt macht, bitte. Vielleicht weiß es nicht jeder. Genau, also als Physiotherapie hast du grundsätzlich so das muskuloskeletale System vom Körper, Muskeln, Gelenke, sonstiges. Und bei uns ist so, dass wir alles, was der Arzt quasi oder alles, was konservative Therapie ist, also nicht operativ gelöst werden kann oder nach Operation, findet quasi bei uns im Beruf statt. Sprich, wenn jemand einen Kreuzbandriss hat, operiert wurde, ist eigentlich unser Ding dann, den wieder fit zu bekommen und wieder alltags- und sporttauglich zu machen. Und da ist auch da die Richtung, die ich gewählt habe. Ich bin in einer Sportphysiotherapie in Aarau tätig. Das ist hier bei uns in der Schweiz. Und wir haben uns so ein bisschen spezialisiert auf wirklich Profisportler und auch sehr viele Hobbysportler. Und da ist auch jetzt dieser ganz große Unterschied zur normalen Physiotherapie. Weil in der normalen Physiotherapie wird ganz, ganz viel massiert, es wird irgendwie ein bisschen gezogen am Körper, es wird gestreichelt, sonstiges. Und das verlangen aber auch die Leute in Deutschland, habe ich so das Gefühl, dass sie zur Physiotherapie gehen und sagen, ja, mach du mal irgendwas, hauptsache mir geht es besser. Aber das ist genau nicht das Ding, sondern das genau das Ding ist, wir müssen schauen, was sind diese Disbalancen und dann müssen wir sagen, okay, pass auf, das und das Problem ist da und so bekommen wir es weg und da ist. Also wir arbeiten 90% eigentlich aktiv, dass wir schauen, okay, was ist das Problem? Und daran arbeiten wir mit dem Sportler oder mit dem Büro, das ist jetzt für seinen Büromenschen oder du weißt, was ich meine, arbeiten wir eigentlich grundsätzlich aktiv und weniger passiv. Und da ist auch dieser große Unterschied so ein bisschen.
Ja, und weitere Dinge sind, die in Deutschland so ein bisschen zu kurz kommen, sind neben dem, dass man so eine kurze Behandlungszeit hat, ist es natürlich noch ein bisschen das Finanzielle. Du wirst jetzt in Deutschland sehr, sehr schlecht bezahlt als Physiotherapeut. Ich habe letztens, ich habe aus genau aus dem Interesse, weil ich dachte, okay, das fragst du bestimmt, habe ich mal nachgeschaut und sind, glaube ich, 30% unterm Durchschnittslohn, was du in Deutschland verdienst. Und ja, das ist schon sehr happig. Und ja, da ist natürlich in der Schweiz verdienst du in jeglichen Berufen, nicht nur in meinen, verdienst du halt das 2- bis 3-fache. Ja. Das 2- bis 3-fache. Genau. Okay, ist natürlich schon ein Wort. Jetzt auf der anderen Seite, das sind die Einnahmen, dann fragen sich wahrscheinlich auch einige Zuschauer, ja, aber wie sieht es mit den Kosten aus? Verdienen die mehr? Da sind auch die Lebenshaltungskosten höher. Wie ist es bei dir? Definitiv, aber also du hast viel höhere Lebensunterhaltskosten, aber trotzdem zu diesem doppelten oder dreifachen Gehalt ist es halt trotzdem geringer. Also sonst, wenn du nicht endlos im Konsum lebst und sagst, du musst jetzt Gucci, Prada, weiß Gott was, alles haben, dann ja, kannst du trotzdem sehr gut was auf die Seite legen. Und da du 10 Kilometer von der Grenze entfernt bist, dann gehst du dann in Deutschland einkaufen und so, da wo es günstig ist, oder? Ja, teilweise schon. Teilweise also, ja. Ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Klar, wenn ich auch Familie besuchen gehe und sonstiges, es macht schon Sinn, dass du in Deutschland einkaufen gehst. Du kannst dir sogar die Mehrwertsteuer zurückholen. Du hast ja in der Schweiz eine geringere Mehrwertsteuer. Ich glaube, es sind 7% oder sowas. Ich bin mir gar nicht sicher. Rein theoretisch kannst du für 500 Stutz einkaufen gehen und dann kannst du noch am Zoll anstehen und dann nochmal 7% von den 500 Stutz zurückholen. Für den Privatkonsum. Genau, alles. Egal, okay, was du kaufst. Gut, das wusste ich jetzt auch nicht. Ist auch interessant. Ja. Und die Schweizer so, die haben dich mit offenen Armen aufgenommen. Endlich ein Physiotherapeut aus Deutschland oder wie lief das? ich müsste lügen, dass man gerade in der Elterngeneration nicht ab und zu mal so ein bisschen so einen schrägen Blick abbekommt und so ein bisschen, ja, so, aber. Wirklich, wenn die Leute, vielleicht ist es nur in meinem Beruf so, aber wenn die Leute merken, dass du ihnen helfen kannst und dass du kompetent bist und dass du freundlich bist, sind es genauso die herzlichsten Menschen, wie auch in Deutschland auch. Also klar, wir Deutschen, wir Schweizer sind halt so ein bisschen kälter jetzt wie die Südeuropäer, würde ich jetzt mal sagen, aber wenig Unterschied zu den Deutschen. Okay, und woher kriegen die Leute die Schweiz im Alltag mit, dass du Deutscher bist? Du rennst ja jetzt nicht mit so einer, die Sprache, ja? Okay. Ja, 100%. Wenn so ein Berner Schweizer oder so kommt, du verstehst kein Wort, das ist Wahnsinn. Ich meine nur hier 10 Kilometer von der Grenze zu Deutschland, da reden die Schweizer doch normal noch, oder? Oder nicht? Komm ich mal runter, dann kannst du sehen, nein. Okay, grenzwertig, okay, alles klar. Nein, man versteht es schon, definitiv. Aber es ist klar, das ist ein Akzent, den kann nicht jeder verstehen, das stimmt schon. Okay, also du bist jetzt berufsbedingt in die Schweiz gezogen, ist auch ganz interessant, finde ich. Du hast ja einen Beruf oder Berufsbild im Gesundheitssektor. Jetzt auch durch Corona und so weiter wurde das ja wieder als systemrelevant erkannt, auch in Deutschland. Aber soweit ich weiß, hat sich da jetzt nichts Entscheidendes gebessert in Deutschland. Vielleicht sogar im Gegenteil, es gab mal den Corona-Bonus, aber den hat sich ja auch die Frau Baerbock beispielsweise auszahlen lassen, wie wir heutzutage alle wissen. Also hat sich da, glaube ich, jetzt nur nicht allzu viel zum Guten getan. Und du fühlst dich da unten wohl. Prima. Dann hast du mir in der Mail geschrieben, dass du nicht nur als Physiotherapeut tätig bist, sondern du machst noch ein paar andere Sachen nebenbei, die ich auch ganz interessant finde. Dann erzähl mal weiter. Genau. Also dadurch, dass wir haben einen Profiverein bei uns in der Nähe, der spielt Fußball in der zweithöchsten Liga in der Schweiz. Und der hat ja auch die ganzen Jugendmannschaften. Und da begleite ich eigentlich immer samstags und Freitag ab jetzt auch so ein bisschen das Training und die Spiele. Was halt auch so ein bisschen natürlich noch ein kleiner Nebenverdienst ist, man verdient relativ gut, je nachdem, wie weit weg das Spiel ist, weil man kriegt einen pauschalen Betrag für ein Auswärtsspiel und für ein Heimspiel. Und wenn das Auswärtsspiel, da war ich jetzt am Samstag, in Genf ist und dann 3 Stunden weg von mir, dann ist der Stundenlohn dann doch nicht mehr so gut, wie man dachte. Aber man kann auch in Basel spielen, was natürlich ganz nah ist, und dann ist es ein bisschen besser. Aber das macht, dadurch, dass ich selber Fußball spiele, macht mir das halt mega Spaß, weniger Arbeit. Ich bin da so ein bisschen für die medizinischen Sachen zuständig, falls man sich verletzt oder sonstiges vor dem Spiel. Und es ist eigentlich mehr,
ja, mehr ein schönes Fußballspiel schauen, wie jetzt arbeiten. Aber es ist trotzdem anstrengend. Wenn man 100% arbeitet, ist es ein Samstag, den ganzen Tag weg zu sein, auch recht anstrengend. Genau. Prima. Und, ja, mit anderen Worten, du bist schon voll integriert in der Schweizer Gesellschaft. Ja, definitiv. Genau. Und dann hast du noch ein Unternehmen am Gründen. War das so? Mhm, genau. Also da kommen wir dann schon so ein bisschen ins passive Verdienen so ein bisschen rein, weil das Problem ist, als Physiotherapeut ist, dass du einen fixen Stundensatz hast, den du abrechnen kannst. Das ist genau gleich wie in Deutschland. Und dadurch hast du eigentlich nie die Möglichkeit, mehr zu verdienen mit einer besseren Arbeit. Keine Chance. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen aufgeregt hat, weil ich habe mich dann mit dem Thema Investieren beschäftigt und habe mich relativ viel reingelesen. Und da heißt ja ganz viel, ja, schau, dass du dir ein passives Vermögen aufbaust, in dem wirklich das Geld für dich so ein bisschen arbeitet, wie wir es ja alle kennen. Und dann habe ich mir gedacht, hey Mist, wie kriege ich denn das jetzt außerhalb von Aktien so ein bisschen hin? Und habe halt gedacht, okay, was benötigen meine Patienten, was benötigt mein Umfeld, was würde denen noch einen Nutzen bringen, wenigstens einen kleinen Nutzen, wo ich gar nicht anwesend sein muss. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich hatte auch eine Fortbildung, wo ich mit einem der besten Ernährungswissenschaftler in Deutschland gearbeitet habe oder wo der die Fortbildung auch mitgemacht hat. Und der hat mich nochmal auf das Thema gebracht, wie wichtig eigentlich gerade in der Rehabilitation, wenn du jetzt verletzt bist, wie wichtig da die Ernährung ist. Da ist wirklich 50% wirklich Training und Aufbau, aber 50% ist eigentlich auch Ernährung. Das ist wie wenn du ein Haus baust, brauchst auch Ziegelsteine dafür und genauso brauchst du auch die richtigen Nährstoffe für quasi den Muskelaufbau oder fürs Bindegewebe und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt in den letzten Monaten, habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, wo ich quasi dann die wichtigsten Nährstoffe, die du bei einer Verletzung benötigst, habe ich quasi in eigener Rezeptur, lasse ich die herstellen und habe dann quasi ein großes Paket, wo aus 3 Produkten besteht und einem Shaker, wo man dann quasi direkt den Verletzten mitgeben kann. Und das Schöne ist, dass ich so quasi den B2B-Markt so ein bisschen abdecken kann, indem ich wirklich auf andere Praxen zugehe, andere Kliniken zugehe und denen nochmal sage, wie wichtig auch die Ernährung ist und quasi die Produkte dann auch da anbieten lasse oder halt denen verkaufe. Und dann können sie weiter B2C verkaufen. Aber in dem Paket selber lasse ich dann halt noch einen Flyer drin, wo halt nochmal drinsteht, warum es so wichtig ist und für was es ist und auch die wissenschaftlichen Studien dazu. Und dann quasi auch gerade noch einen kleinen Rabattcode für die Webseite, wo dann quasi vom B2B-Business ins B2C-Business dann geht. Wo ich dann hoffe, dass die Kunden dann nachkaufen dann auf der Webseite. Du hast also eine Webseite, das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt. Komm, und dann kannst du auch noch sagen, ein bisschen Product Placement. Wie heißt sie denn? Also, Website heißt Rehab Nutrition, also quasi Rehab für Rehabilitation und Nutrition ist Ernährung. So heißt das Unternehmen. Die Webseite ist momentan am Machen, die heißt Rehab-Nutrition-Online, aber die, wenn man drauf geht, ist noch im Wartungsmodus. Dann blenden wir sie nicht ein. Nein, lieber nicht. okay. Genau, und da sind jetzt... Prima, ja, prima. Genau. Und so ist machst, ein bisschen das Ding. Also du machst ziemlich viele Sachen, du bist jetzt sogar als Unternehmer tätig und das ist ja jetzt noch kein echtes passives Einkommen, im Gegenteil. Also gerade wenn es erfolgreich ist, wird es abheben, dann musst du vielleicht überlegen, ob du einen Physiotherapeuten nicht an den Nagel hängst. Aber und deswegen habe ich heute Mittag frei, weil ich habe mich jetzt auf 90% bin ich runtergegangen und habe Dienstagmittag immer frei. Ah, passt ja perfekt. Jetzt hast du nicht ganz frei, musst ein Interview geben. Bald aber bist du berühmt und vielleicht auch reich, insbesondere dann, wenn es mit den Aktien klappt. Wollen wir zu den Aktien übergehen? Sehr gerne. Dann erzähl mal, bist du schon Profi-Investor? Wie lange machst du das? Definitiv. Seit 2 Jahren circa. Also ich habe im September 2019 habe ich angefangen. Ich habe mich damals halt beschäftigt, okay, ich verdiene jetzt mein erstes Geld. Ich bin immer schon mein ganzes Leben relativ sparsam gewesen und habe aber nie, auch durchs Elternhaus, habe ich nie irgendwie was mitbekommen, wo man quasi anlegen kann, außer jetzt beim Girokonto. Also meine Eltern sind da relativ konservativ, genauso wie mein ganzes Umfeld. Ich habe noch nie von irgendjemand was von Aktien gehört. Mein ganzes Umfeld, muss ich dir mal vorstellen, das erste Mal mit 20...
Also ist der Beweis, Dominik ist tatsächlich ein Deutscher. Wer es bisher noch nicht geglaubt hat. Okay. Genau, und dann war halt so die Situation, wo ich mein erstes Geld verdient habe und ich habe gedacht, hey, irgendwas muss doch irgendwie möglich sein, wie man jetzt dieses Geld so ein bisschen anlegt. Und ich habe aber noch keine Ahnung gehabt von Investieren oder auch, ob Aktien ein Thema ist, bin aber dann natürlich durch Recherchieren und so weiter, dann auf YouTube und im Internet und so weiter, bin ich halt auf Aktien gestoßen. Aber wenn ich so ein bisschen was mache, dann mache ich es oder versuche ich es erstmal richtig zu machen, was teilweise ein Fehler ist, weil man einfach mal anfangen sollte. Aber ich habe mir dann Bücher bestellt, Benjamin Graham, Intelligent Investieren und Tony Robinson, Money und bla bla bla. Habe ich alle gelesen, hat mich mega fasziniert. Aber ja, im Endeffekt bin ich dann bei ganz normalen ETFs geblieben, weil ich dachte, okay, das ist für den Anfang am einfachsten. Mhm. Aber wurde mir dann halt natürlich relativ schnell langweilig. Und dann, glaube ich, hatte ich meinen ersten Kontakt mit Einzelaktien, hatte ich, glaube ich, wegen dir, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht wegen mir, dank mir. Dank dir, es tut mir leid, dank dir. Hoffe ich doch. Natürlich, natürlich. Gut. Genau, und das war nämlich damals bei dem Projekt, das Starter Depot, genau. Ah ja, prima. Demnach sind auch meine Aktien gewählt. Und du wirst auch gleich sehen, es sind relativ viele kleinere Positionen, weil ich angefangen habe, die im Sparplan zu besparen. Habe dann jedoch immer weiter mich auch mit Büchern reingelesen, okay, wie es aussieht mit dem Investieren. Und da habe ich dann so ein bisschen die Erkenntnis gesammelt, okay, man muss wirklich dabei sein, wenn man in Einzelaktien investiert. Und da habe ich in dem Moment, das war jetzt vor 6-7 Monaten oder sowas, habe ich dann die Strategie wieder geändert, weil ich gesagt habe, ich habe einfach momentan leider nicht die Zeit, immer nachzuschauen, okay, wie sieht es aus? Und immer nachzuschauen, okay, wie läuft die? Ich arbeite 100%, habe das nebenbei und lese auch in den Büchern, hey, es ist eine super Art und Weise, sich selber seine eigenen Aktien zusammenzustellen, aber du musst dabei sein, weil sonst macht es auch keinen Sinn. Und daraufhin habe ich ich habe wieder meine Strategie geändert und bin wieder auf ein relativ passives Portfolio eingegangen. Es sind relativ viele ETFs, was wahrscheinlich auch völliger Blödsinn ist, aber wir schauen uns das mal an, das ist wahrscheinlich, wären 70-30 Depot MSCI World und Emerging Market genauso sinnvoll. Ja, man hört irgendwie raus diesen Kontrast zwischen, ich würde ja gerne mehr machen, weil mir macht es Spaß, aber ich mache ja schon so viel anderes, deshalb habe ich relativ wenig Zeit. Ne? Hört man schon so ein bisschen raus. Kurze Frage vorab, die Aktien, die du über das Starter Depot bespart hast, besparst du die noch weiter? Nein, leider nicht. Ich habe mir viele gekauft. Also ich habe dann quasi vorweggenommen, habe ich gesagt, nein, ich finde die Unternehmen gut und ich glaube auch an die und habe sie mir dann quasi komplett gekauft, also klar in 5% Position oder sonstiges und habe sie dann aufgehört. Aber nicht alle Aktien, deswegen habe ich auch relativ viele, die so eine 1% Position haben, aber halt leider noch nicht hinweg. Und da muss ich mich jetzt mal in den nächsten Monaten auch mal dran setzen und mal überlegen, okay, macht das Unternehmen noch für mich Sinn oder nicht, weil sonst muss ich es einfach raushauen und das ein bisschen umstrukturieren. Aber das Also wir können uns das gerne angucken. Du müsstest deinen Bildschirm auch nochmal freigeben und dann schauen wir uns das mal an. Ich durfte schon mal einen ganz kleinen Blick drauf werfen. Es war allerdings alles so klein geschrieben, dass ich nicht eine einzige Position identifizieren konnte. Aber mit Dominiks Hilfe kriegen wir dann ein bisschen Einsicht und das Ganze wird im Portfolio Performance sein. Genau. So, jetzt noch ein paar Klicks und dann werden wir es haben. Jawohl, ich sehe schon, dass es kommt. Jetzt noch den Bildschirm ändern wahrscheinlich. Jawohl, jetzt passt die ganze Geschichte. Und da sind wir auch schon. Für mich ist es jetzt auch relativ klein. Das heißt, du kannst uns ein bisschen was erzählen dazu. Das kannst du wegmachen, kannst du irgendwie ausblenden. Rechts, glaube ich, müsste das stehen. Also das kannst du auch machen. Na, das ist jetzt noch nicht ganz. Ist es jetzt besser oder ist es noch nicht optimal? Das ist schon okay so. Das ist schon okay so. Du kannst, wenn du was erzählst zu einer Position, vielleicht auch mit der Maus dahin gehen, dann wissen wir leichter, wo du dich gerade bewegst. Also wir sehen schon, du hast auch tatsächlich ein großes Depot, wo alles drin ist. Du hast nicht mehrere Depots. Genau, also Aktiendepot.
Ah, nee, wir hatten halt einfach, also wenn ich das jetzt so selber sehe, ich schaue halt wirklich nicht oft rein. Ich habe einen Sparplan, den ich laufen lasse jeden Monat, mit einer, mit einer relativ guten Sparquote, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich will eigentlich oder ich zwinge mich dazu, nicht so oft reinzuschauen. Mhm. Und dadurch habe ich dann auch so ein bisschen diese Ordnung, ja, ein bisschen verloren, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, nicht unbedingt. Ich meine, es ist ja auch ein positiver Aspekt, weil du schaust nicht so oft rein. Das heißt ja auch, du machst dich jetzt nicht unnötig nervös. Ja, auf der einen Seite hast du gesagt, soll man sich mit Aktien auch ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise mit Einzelaktien, aber du hast jetzt auch viele ETFs drin und es ist nicht unbedingt notwendig, dass man da regelmäßig reinschaut. Auch bei Aktien unbedingt, wenn es Qualitätsaktien sind, je höher die Qualität, so als Daumenregel, umso seltener muss man reingucken. Nur, wir haben jetzt beispielsweise im Standarddepot, wo wir 20 Aktien besparen monatlich mit 25 Euro, haben wir ja nicht eine einzige Aktie ausgetauscht. Ne? Also das heißt, das ganze Ding, das läuft ja jetzt seit fast 2 Jahren, läuft das schon. Wir haben nicht eine einzige Aktienposition aufgegeben. Ich meine, das zeigt ja auch schon, dass man nicht jeden Tag da unbedingt was machen muss. Wir haben ab und zu diskutiert, ob wir mit einer einzelnen Aktie was machen, aber letztendlich haben wir uns immer für die Aktien entschieden. Das war dann auch was ganz Gutes. So, jetzt versuch doch mal hier darzustellen, wo ist der Aktienbereich? Ich habe schon eine gewisse Vermutung und wo sind die ETFs? Genau, also hier haben wir vor allem die ETFs. Ich würde mal sagen, ja, hier haben wir noch zwei Kryptowährungen habe ich, einmal Bitcoin und einmal Ethereum. Die habe ich auch in dem Depot drin, frag mich nicht. Das Problem ist, ich habe das gewichtet als riskanter Teil meines Vermögens und deswegen ist jetzt alles zusammen. Also hier haben wir vor allem diese ganz kleinen Positionen, die ich habe. Da haben wir eben dabei zum Beispiel Home Depot, Union Pacific und Texas Industries und so weiter, Instruments und so weiter. Und hier die größeren Positionen haben wir vor allem dann ETFs. Da haben wir dann ein bisschen Faktor-ETFs mit Momentum, MSCI World. Bisschen langsamer, fang nochmal an, was das sind. Also dieser Faktor-ETF zum Beispiel. Was sind das für Dinge? Genau, also hier haben wir den Momentum, den MSCI World Momentum. Der ist so ein bisschen gewichtet einfach nach denen, die in den letzten 12 Monaten vom MSCI World einfach relativ gut gelaufen sind. Okay. Genau. Dann haben wir den Quality. Da gibt's dann auch nochmal, der ist, boah, ich müsste jetzt lügen, wenn ich genau weiß, was es ist. Also, was die Qualität bedeutet. Okay. Ja, passt schon. Nur so einen ungefähren Eindruck kriegen. Das interessiert mich auch. Aha. Genau. Und dann habe ich noch den, Minimum Volatility, so ein bisschen als Gegenspieler. Und das macht eben meiner Meinung nach dann wenig Sinn, wenn ich schon so Gegenspieler reinnehme wie Minimum Volatility und auch Momentum, dann kann ich ja gleich den MSCI World nehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist verständlich. Erstmal müssen wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail reingucken. Auch fängt ja schon an mit, welche Aktien sind denn in den ETFs drin, wie hoch ist die Überlappung bezüglich einzelner Unternehmen, vielleicht sogar Regionen und so. Also das sieht man eigentlich auch. Das ist ja, man kann einzelne Aktien managen, aber man kann auch ein Portfolio von ETFs managen. Ne? Man kann auch das ziemlich kompliziert machen, wenn man denn nur will. Also ich glaube tatsächlich, das, was man hier sieht, ist dieses Ausweichen, was du gemacht hast mit, ich würde gerne in Aktien investieren, weil es mich irgendwie interessiert. Ich habe aber zu wenig Zeit, dann gehe ich in ETFs, weil ETFs ist weniger zeitaufwendig. Du musst seltener reingucken. Ach, mir macht es aber ziemlich viel Spaß, dann kaufe ich doch den und den ETF. Hundertprozentig, genau. Und deswegen sage ich, ich bin absolut kein mega gutes Beispiel, wie man investieren sollte, aber ich habe den Sprung gewagt und ich würde sagen, ich habe gar nicht so eine schlechte Performance gemacht, aber es ist nicht unstrukturiert, definitiv nicht. Ja, also dafür, guck mal, wie jung du bist, was du im Leben alles schon geleistet hast und die meisten Leute, die finden ja überhaupt nicht zur Aktie, auf jeden Fall auf unserer Seite des Rheins. Und da hast du ja schon eine Menge gemacht, ja. Und du hättest für alles gute Ausreden. Ich habe dir schon ein paar gegeben, wenn jemandem das Depot zeigen willst. Außerdem sind wir nicht bei Roast My Depot. Und du hast aber schon was von Performance erzählt. Komm, dann zeig doch mal. Hat sich's denn gelohnt, dass du dem Sparbuch untreu wurdest? Und wie man schön sieht, hier unten haben wir das Blau, müsste der MSCI World sein. Und das drüber
müsste das ETF-Portfolio sein. Da habe ich nämlich hier nochmal nur ETFs gespalten, quasi von den Einzelaktien. Also so, oranges ETF, okay. Genau. Das grüne ist das Gesamtdepot und das rote ist das Aktiendepot. Ah, das sieht doch mal ganz ordentlich aus. Also den MSCI World um Längen geschlagen, nicht wahr? Genau, ja. Also kann man so das Doppelte. Ja. Aha. Was stehen da für Prozentwerte? Für mich ist es schon zu klein, ich kann es gar nicht lesen. Sorry. In dem Tool, ja. Grün und Blau sind 20% und, nicht grün. Blau und Orange sind 20% und Grün ist 35 und Rot so fast an die 40. Ja, prima, prima. Und das Rote ist nicht zu 100% des Starterdepot, aber relativ nah dran, was die Aktien angeht. Relativ nah. Ja, das Problem ist nur, da habe ich Ethereum und Bitcoin noch unter die Aktien mit reingenommen, weil ich nicht wusste, wie ich sonst ein Portfolio-Performance reinnehme. Das ist natürlich geschummelt, aber egal. Das ist geschummelt, aber egal, man sieht... Schneiden wir raus. man sieht, dass es sich doch in Summe tatsächlich gelohnt hat. Und das ist natürlich schon toll. Man kann auch den Corona-Crash erkennen, nehme ich mal an, relativ am Anfang. Ja. Auch da hätte bestimmt der ein oder andere doch das Handtuch geworfen, oder? Wenn man da gerade anfängt, dann geht es ein bisschen hoch. Hui, verliert man hier einiges an Kapital. Da habe ich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, mein Vater, wirklich sehr konservativer Mensch, den habe ich es geschafft zu überreden, in der Corona-Krise zu investieren. Ich habe zu ihm gesagt, Papa, ey, wenn du jetzt nochmal eine Chance nutzen willst, um einfach nochmal ein bisschen warm zu werden mit dem Aktienmarkt, dann nutzt jetzt bitte nochmal die Chance. Und er hat es gemacht. Er hat sich überwunden und ist bis jetzt dabei geblieben und investiert monatlich. Also klasse. Das ist ganz auch schön. Auch über Sparpläne? Auch über Sparpläne, genau. Aha. Wahnsinn, hast du ja was richtig Gutes gemacht. Also wir haben auch in der Aktienfinder-Community bei uns auf Facebook, da wird auch immer so ein bisschen diskutiert. Da poste ich ja das neue Videos und neue Interviews jetzt zum Beispiel. Da kommst du dann auch du vor. Und da haben auch einige geschrieben, dass sie sich jetzt nicht so lohnt oder dass sie selten im Bekanntenkreis missionarisch unterwegs sind. Aber natürlich, wenn sie es doch anbietet und man glaubt, da ist jemand, der ist offen, dann kann man ja doch versuchen, ihm was Gutes zu tun. Ja? Es freut mich. Und meistens läuft es ja andersrum, dass die, oft sind es Väter, dass die das dann den Kindern mitgeben, wenn die schon ein bisschen aktienaffin sind. Aber viele von uns finden auch allein dazu, dass in die andere Richtung geht, ist eher selten. Also prima. Gut, jetzt haben wir schon eine ganze Menge von dir gehört und auch sehen dürfen, was deine Aktieninvestments angeht. Hast du noch was auf dem Herzen, Dominik, was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Ich wollte vielleicht den Zuschauern noch schnell erklären, wie das aussieht mit den Steuern in der Schweiz beziehungsweise mit dem Vorsorgemodell, weil ich daran eventuell Deutschland ein kleines Beispiel nehmen könnte. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Gerne. Ich mache mal das frei beenden. Vielleicht. Bin ich wieder dabei, ganz normal? Du bist ganz normal dabei. Also links und rechts, also die Zuschauer sehen dich und mich. Okay, super. Und zwar ist es in der Schweiz so, man hat da sein ganz normales Vorsorgemodell, wie jetzt unsere Rentenkasse in Deutschland. Aber man hat die Möglichkeit, noch in eine 3A-Säule, nennt man es in der Schweiz, zu investieren. In diese 3A-Säule kannst du selber entscheiden, wie viel Anteil davon in Aktien sein wird. Also über ETFs wird das Ganze dann quasi gehandelt. Das sind dann ganz normale Anbieter, Versicherungsanbieter und Bankanbieter, die quasi dann zu sehr, sehr, sehr geringen Konditionen das für dich anlegen. Und da ist einfach der Clou dabei, die Regierung sieht selber, dass die Rente nicht reichen wird am Ende. Die rechnet so damit, dass circa... dass die normale Rente, es besteht aus zwei Säulen, dass sie so circa 40-60% vom monatlichen Einkommen decken kann, was wahrscheinlich auch trotzdem nicht der Fall sein wird, ganz bestimmt nicht. Aber daher hat sie diese 3A-Säule quasi ins Leben gerufen und da kann man bis zu 7.000 Franken im Jahr steuerfrei anlegen, wo man dann quasi keine Steuern drauf zahlt oder beziehungsweise den Betrag abziehen kann vom Jahreseinkommen und dadurch Steuern sparen kann. Und das kann man dann quasi aber erst rausnehmen, wenn man ein Haus baut oder wenn man in Rente geht.
Dafür wird es halt angelegt, entweder zu 0% Aktien, zu 20, 40, 60, 80 oder 100% Aktien. Genau. Also das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wie die Schweizer es so ein bisschen gehandhabt haben. Und Selbstständige können bis zu 34.000 im Monat steuerfrei quasi anlegen. Im Monat oder im Jahr? Nein, im Jahr, im Jahr. Im Jahr. Ja, okay, dachte gerade. Okay. Genau. Ah, das finde ich gut, vor allem, dass die Kosten da auch dann entsprechend gering sind, so wie du das jetzt gesagt hast. Es gab ja auch, oder es gibt ja auch in Deutschland so einige Versuche, auch im Zusammenhang mit der Riester-Rente das Ganze vorgebunden zu machen, aber das ging gehörig schief, weil in Deutschland haben wir ja, ja die zittrigen ängstlichen Deutschen hier mit Kapitalgarantie und so ein Quatsch in dem Sinne tatsächlich, was dann dazu geführt hat, dass während des Corona-Crashs einige Anbieter dann alles auf den Markt geworfen haben zu Niedrigskursen und die Versicherten haben dadurch natürlich massig Rendite auf der Straße liegen lassen und die haben dann umgeschwenkt, haben dann Anleihen und so gekauft und kurz nachdem sie alles verkauft hatten, ging es dann wieder bergauf, aber der Versicherte hat nichts davon. Außerdem sind die Kosten meist relativ hoch bei Riester-Rente und Co. Wahrscheinlich ist es in der Schweiz genauso, in Anführungszeichen, unflexibel. Also auf der einen Seite nein, weil du gesagt hast, du kannst das, wenn du beispielsweise ein Haus baust, kannst du dir das schon auszahlen lassen. Aber ansonsten gibt es da dann Verrentungszwang. Das heißt, wenn du in Rente gehst, kannst du das auf einmal auszahlen lassen oder nur so peu à peu. Monat für Monat. Gute Frage. Ich weiß, was du meinst. Ja, diese Modelle, die es in Deutschland gibt, wo man sagt, ich bin mir Deutschland, ganz sicher. In Deutschland ist Verrentungszwang beispielsweise in der Riester-Rente. Das ist auch so ein Kritikpunkt. Du kannst nicht alles auf einmal auszahlen lassen. Also ich habe da mal ein bisschen gelesen. Nicht, weil die für mich in Frage kam, sondern ich von vornherein ausgeschlossen. Aber wenn man was die ganze Zeit niedermacht, dann muss halt man sich auch mal damit beschäftigt haben. Das stimmt. Naja, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall... Hört sich auf jeden Fall gut an. Es gibt auch andere Länder, die ja zeigen, dass es funktioniert, wie beispielsweise Norwegen. Aber bei uns ist die Politik leider noch nicht ganz so weit. Das heißt, wir hier in Deutschland sind da auf uns alleine gestellt. Und da wird natürlich auch bei uns interessant sein, wie die Wahl ausgeht. Ne? Ob das eher eine linkslastige Regierung sein wird mit so grünen und roten Farben. Dann kann es sein, dass uns das Leben sogar noch ein bisschen schwerer gemacht wird. Dann könnte es auch sein, dass du bald noch mehr deutsche Akzente in der Schweiz hören wirst, je nachdem. Eine Geschichte noch, auf die du mich gebracht hast. Aha. In der Schweiz sind Kursgewinne auf Aktien, sicherlich auch auf ETF, dann steuerfrei unter gewissen Bedingungen, oder? Ja, ich glaube, wenn du es nicht professionell machst, also es gibt so 5, 6 Bedingungen, die gestellt werden, dass du es nicht professionell machst, unter anderem, dass du es, ich glaube, 6 Monate halten musst und nochmal andere Kriterien, dass du es dann steuerfrei die ganzen Kursgewinne hast, genau. Dividenden werden ganz normal besteuert, aber Kursgewinne sind frei. Dividenden werden die hoch besteuert? Wir in Deutschland haben die Abgeltungssteuer. Circa, zwischen 25% und 30%, sowas. Also nicht der persönliche Steuersatz, sondern auch wie in Deutschland eine eigene Nummer. Ich glaube, ja. Ich glaube, da gibt es auch einen bestimmten Steuersatz, der gezählt wird. Aber ohne Gewähr in der Szene. Wer es genauer wissen will, der befrage Google. Okay, prima. Ja, Dominik, ich fand es sehr interessant, hat mir richtig Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Ich denke, du dienst als Vorbild gleich in mehrerer Hinsicht, ja, dass man, also du hast ja Eigeninitiative bewiesen, beruflich, aber mit dem Umzug, beruflich bedingter Umzug, wenn du so willst. Dann hast du sogar deinen Vater aufgeklärt, dann hast du in Aktien investiert, fangst jetzt auch noch mit Unternehmertum an. Also hier eine goldene Zukunft, sage ich dir voraus. In der Schweiz. Und die Schweizer können glücklich sein, dass sie dich haben. Und die Deutschen sollen sich an dir ein Beispiel nehmen, Politiker, dass die mal an der einen oder anderen Stelle im Gesundheitssystem und was die Altersvorsorge angeht, was ändern sollen, damit nicht noch mehr Leute wie der Dominik unser Land verlassen. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, Dominik. Und danke natürlich, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Ciao. Ich danke dir. Tschüss. Ciao.